Ja, liebe IVD-Mitglieder, Sie sehen mich hier mit Mund-Nasen-Bedeckung, wie man so schön sagt. Die nehme ich jetzt aber ab, damit man mich auch besser hören kann. Denn heute ist der letzte Tag, bevor die richtigen Corona-Schließungen beginnen. Und Sie werden auch zeitnah informiert, dass der IVD seine Umfrage ein kleines bisschen ausbauen möchte. Wir haben ja schon mehrere Umfragerunden dieses Jahr gemacht. Sie sind ja regelmäßig auch in der AIZ informiert worden. Und deswegen möchten wir jetzt noch mal ein kleines bisschen nachlegen, denn noch nicht alle haben teilgenommen. Sie sehen hier im Hintergrund auch schon, was dieses Mal in der nächsten Umfragerunde Thema sein wird. Denn unsere Mitgliederstrukturanalyse, die haben wir ja schon beim letzten Mal mit einem iPad Air gekrönt als möglichen Bonus, wenn man teilnimmt. Und dieses Mal in der nächsten Runde verlosen wir eben eine schöne Jura-Kaffeemaschine. Ich glaube, ein ganz, ganz attraktives Angebot. Und wenn Sie jetzt in der Zeit des Jahresabschlusses, des Jahresendgeschäftes, dann vielleicht danach irgendwann zur Ruhe gekommen sind, hoffentlich nicht allzu sehr gebeutelt sind durch die Corona-Schließung und durch die Veränderungen, die sich möglicherweise durch das Bestellerprinzip für Sie ergeben haben, dann wäre es großartig, wenn Sie in unserer Umfrage teilnehmen würden. Für den IVD und für uns alle im IVD ist es ein ungemein wichtiges Mittel, diese Umfrage, denn wir wollen eben Daten begründen, wir wollen politische Argumente entwickeln. Gerade im Wahljahr 2021 ist es wichtig, dass der IVD eine Stimme und eine sachliche Argumentation aufbauen kann. Und da wäre Ihre Teilnahme an unserer Mitgliederstrukturanalyse von unschätzbarem Wert. Wir würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen würden.